Meine Damen und Herren, die Sonne lacht und heute haben wir allen Grund dafür, stolz zu sein, zu feiern, weil wir vor einem Ärzte- und Gesundheitszentrum stehen. Der Raubbau steht, Sie sehen es, es riecht noch nach Beton. Mit dem heutigen Richtfest wurde dieser Raubbau nach dem Spatenstich im Oktober 21 in sehr kurzer Zeit erstellt. Es geht hier um das Wohl der Bevölkerung, um die Gesundheitsversorgung der Bevölkerung. Und das steht im Mittelpunkt. Das ist der Tag der Handwerker. Ich will ganz herzlichen Dank sagen an das Medzentrum, dass hier diese Investition getätigt wird. Es musste ein dickes Brett gebohrt werden. Das war uns auch allen im Stadtrat bewusst. Aber ich denke, es war eine gute Entscheidung. Vom Landkreis ist uns dann gelegen, dass wir eine wohnortnahe Krankenhausversorgung haben und auch eine entsprechende ambulante medizinische Versorgung in hoher Qualität. Dieses Gebäude, das hier entsteht, trägt wesentlich dazu bei. Wir haben, Sie haben es angesprochen, einen Wandel in der Gesundheitspolitik dahingehend, dass man von der Einzelpraxis zu Ärztehäusern, zu Gemeinschaftspraxen kommt. Wir suchen immer weiter Ärztinnen und Ärzte. Also jeder Arzt, jede Ärztin, die hier in Bad Brückenau künftig Verantwortung übernehmen möchte für Menschen, sind herzlich willkommen.